Wer bestimmt eigentlich in Ihrem Leben? Sind das Umstände? Sind das andere Menschen? Sind das alte Gewohnheiten? Oder sind Sie selbst das? Kann man denn Meister seines eigenen Lebens werden? Darum geht es jetzt im Gespräch mit Lumira. Liebe Lumira, vielen Dank, dass du wieder bei uns in Leipzig bist. Freue mich. Du hast ja auch deinen eigenen YouTube-Kanal bei Lumira. Ich freue mich trotzdem, dass du bei uns auch bei Welt im Wandel bist. Wir haben heute das Thema Werde Meister deines Lebens. Die meisten Menschen scheinen offenbar nicht Meister oder Meisterin ihres Lebens zu sein. Wahrscheinlich nicht, ja. Ich war auch nicht immer Meisterin meines Lebens und es gibt ja Momente, wo ich wieder zurückrutsche in alte Gewohnheiten. Aber es gibt das so bestimmte Werkzeuge in uns, wenn wir sie, diese Werkzeuge lernen zu benutzen, dann können wir wieder Meister werden in unserem Leben. Es geht darum, dass wir selbst das Universum um uns herum drehen und lassen uns nicht vom Universum dahin gedreht werden, wo das Universum will. Das bedeutet, ich muss mir selbst bewusst werden, wer ich bin. Und wer bin ich als Mensch? Ich bin schöpferisches Wesen. Also ich bin eine Schöpferin, ich bin ein Schöpfer. Ja? Und wenn das so ist, dann muss ich mich fragen, wie erschaffe ich meine Welt? Weil die Welt erschaffe ich. Also das ganze Welt dreht sich um mich, wenn ich es auch wirklich bewusst mache. Das sind meine schöpferischen Eigenschaften oder Werkzeuge. Das eine ist die Fokus, also wohin gebe ich die Fokus? Das zweite ist das Gefühl. Das nächste ist der Gedanke, also die Absicht, was möchte ich erschaffen? Und dann ausgesprochenes Wort. Das ist eigentlich alles. Und wenn wir das richtig benutzen, können wir selbst das Universum um uns drehen, ja? Und die Dinge erschaffen, die wir haben möchten. Weil wir können nicht erschaffen. Wir sind Schöpfer. Wir erschaffen ganze Zeit. Wir erschaffen jede Minute unseres Lebens, aber das immer unbewusst. Klar, es wird nicht in unserer Schule nicht gelehrt, wie wir das machen. Es wird nirgends gelehrt. Und all diese Praktiken aus der spirituellen, sogenannte Lehren, die sind oft mehr irreführender, als sie helfen. Wenn etwas sehr, sehr kompliziert wird, dann neigen wir dazu, dass wir uns klein fühlen und denken, ich bin nicht gut genug für dieses große Wissen. Aber das ist nicht wahr. Das große Wissen haben wir in uns. Jedes Kind, jedes kleine Kind muss ja gar nicht lernen, muss nicht in die Schule gehen. Der hat alles in sich. Und das Kind muss lernen, genau dieses alles in sich zum Leben zur Verfügung stellen, sich daran zu erinnern oder beziehungsweise sich an dieses Wissen anknüpfen. Und dann haben wir wirklich ganz enorme Potenzial in uns drin. Kannst du ein konkretes, praktisches Beispiel nennen dafür, wie das geht mit dem Fokus, mit der Energie, mit dem Gefühl, mit dem Gedanken, mit dem Handeln, sei es in der Beziehung, sei es wenn im Job, ich verliere meinen Job vielleicht, sei es mit einer Krankheit, also spielt keine Rolle, welches Beispiel du wählst, damit es noch ein bisschen praktischer wird. Okay, praktischer wird, wie handelt ein Schöpfer? Ein Schöpfer weiß ganz genau, was er haben möchte, was er schaffen möchte. Also wenn ich dich frage, was möchtest du, dann musst du mir sofort die Antwort geben. Ich kann dir sagen, ich möchte jetzt gerne, dass meine verstopfte Nase befreiter wird. Okay. Das sage ich jetzt ganz direkt persönlich. Ganz weil du mich direkt persönlich und du hast jetzt gerade dir noch mehr verstopfte Nase manifestiert, weil die Aufmerksamkeit geht immer noch auf die verstopfte Nase. Du handelst aus dem Mangel heraus. Gut, dass du es sagst, nämlich vorher im anderen Gespräch wurde meine Nase immer freier, weil ich in dem anderen Gespräch, was wir geführt hatten, mich gefühlt habe, aha, ich mache diese Atmung mit und die Zellatmung. Das ist ja interessant. Gut, also mach ruhig weiter. Also das heißt, als Schöpfer musst du dich fragen, was möchte ich stattdessen? Was ist mein tiefster innerer Wunsch? Welches Bild ist freies das? Welches Gewürz? Ganz genau, freies Atmen. Würzige Frühlingswiese. Wunderbar. Das heißt, du gibst keine einzige Aufmerksamkeit auf die verstopfte Nase, weil du hast es vorher schon gegeben und dadurch als Schöpfer hast du natürlich das vergrößert, weil das Universum, es ist egal, der liefert dir genau das, auf was du deine Aufmerksamkeit gibst. Aber jetzt muss ich doch nachfragen und sozusagen kritisch nachfragen, liebe Lumira, das bei der verstopften Nase kann ich gut nachvollziehen, was mich angeht. Wenn jetzt ein lieber Mensch in einen Tsunami kommt oder in ein Erdbeben,
wird es ja schwierig, wenn ich argumentiere, er hat sich manifestiert. Und zwar wird es deswegen ja schwierig, weil bei vielen von uns, nicht bei dir vielleicht, bei vielen von uns schwingt damit, er hat selbst Schuld. Mhm. Jetzt ist die Frage, ja, ich bin Schöpfer. Mhm. Bin ich aber allein Schöpfer oder bin ich Mitschöpfer? Mhm. Gibt es nicht manche Sachen, ich habe zwei Naturereignisse genannt, die von außen kommen, wo ich zumindest in diesem Leben Opfer bin? Mhm. In diesem, vielleicht, selbst wenn ich im früheren Leben ein Erdbeben selbst manifestiert habe, aber in diesem Leben nicht. Wie würdest du das erklären? Weil ich nehme bewusst diese schwierige Frage, damit man da ein bisschen näher kommt. Also ich möchte dir hier gleich dieses Wort Schuld rausstreichen. Also Schuld gibt es nicht. Also es gibt so etwas auch wie Karma nicht, weil das ist ja auch super Entschuldigung. Naja, weil ich Karma habe und deswegen geschieht mir das. Wir sind Schöpfer jedes Mal, jeden Moment. Und wir können natürlich uns Entschuldigung suchen in früherem Leben oder sonst irgendwas. Oder ich kann mir sagen, okay, ich nehme mein Leben in der Hand und schaue, was ich jetzt machen kann. Wenn jetzt so etwas passiert wie Tsunami oder Unwetter, dann heißt das, ich war mit diesem Tsunami oder Unwetter im Resonanz, weil das ganze Universum besteht aus dem Vibration. Das ist das erste Gesetz, die Schwingung. Und wenn die Schwingung mit mir passt, dann schwinge ich zusammen mit dem Tsunami. Und dann ist es ja Tsunami in meinem Leben. Das heißt aber nicht, dass ich schuld bin daran. Das heißt, ich war mir nicht bewusst, was möchte ich haben, was möchte ich konkret manifestieren in meinem Leben. Und deswegen kam Tsunami, so ein Zufall. Zufall kommen immer nur dann, wenn ich mir selbst als Schöpfer nicht bewusst bin, was möchte ich leben, wie möchte ich leben, wann und was ist die Qualität daran. Jetzt muss man erstmal durchschauen. Ich finde es wunderbar. Mhm. Wir wollen ja bewusst auch in unseren Sendungen, in unseren Gesprächen die schwierigen Punkte ansprechen. Das heißt, aus deiner Sicht ist Karma eine Ausrede, ein Vorwand? Ja, finde ich schon. Und auch vom Christlichen her die Erbsünde auch. Und wie auch immer, die verschiedenen Religionen haben ja verschiedene Sachen. Es ist nichts anderes als unsere positive Eigenschaften, die halt immer noch umgedreht ist. Also wenn ich irgendwelche Dinge in mir habe, die vielleicht nicht so positiv für mich sind, das sind die größten Potenziale eigentlich meines Lebens. Und wenn ich ständig mir Ausrede suche, warum habe ich das oder warum passiert mir das, dann laufe ich weg von meiner eigenen Kraft. Aber wenn ich sage, okay, ich habe jetzt diese Situation und diese Situation fühlt sich jetzt nicht schön für mich, aber ich weiß, dass diese Situation mein größtes Potenzial ist, dann beginne ich daran zu arbeiten und verwandle das, was jetzt nicht so positiv ist, in das Positive hinein und wachse daran und erschaffe mich aufs Neue. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Lumira, du sagst, wenn ein Problem kommt ja aus dem Griechischen Probalein, es wird einem was zugeworfen, ein Ball wird einem zugeworfen. Das heißt, wenn ich ein Problem bei mir im Garten habe, heißt das, eigentlich ist das ein Potenzial, denn wenn ich dieses Problem löse oder dem nächsten in den Garten werfe vielleicht, dann komme ich in eine neue auf eine neue Ebene der Bewusstheit und der schöpferischen Gestaltung. Ganz genau, dafür brauchen wir. Also wenn Sie sagen, okay, jetzt habe ich eine Behinderung, also das heißt, dass deine Behinderung dein größtes Potenzial ist. Ich kann das nicht. Dann das, was du nicht kannst, ist dein größtes Potenzial. Die Menschen sind so gewohnt, dass sie sagen, okay, ich habe diese und jene irgendwelche, so Talente und ich möchte meine Talente ausbauen. Ja, Talente ist das, was du schon kannst. Talente ist das, wo du dich nicht anstrengen musst. Also gibt bei Talente ausbauen keine große Entwicklung. Die größte und schnellste Entwicklung gibt immer dann, wenn du deine Einschränkungen, deine Behinderungen nimmst und die beginnst auszubauen und die beginnst du in positive Licht zu stellen. Dann hast du so ein schnelles Wachstum innerlich, äußerlich, körperlich und darum sind wir da. Und das ist, dieses Karma ist nicht deswegen da und uns irgendwie an unsere Schulden zu erinnern. Umgekehrt, dieses Karma ist ein Riesengeschenk, die uns sagt, okay, das und das hast du jetzt noch nicht hingekriegt. Das heißt, irgendwo würdest du sagen, es gibt Karma schon. Ja, also Karma... Als Chance.
eine Chance. Ich sage, dieses Karma, wie so heute in Esoterik beschrieben wird, so Karma und jetzt sitze ich da und bin so... Nein, das ist klar. Ja, genau. Glaubst du an frühere Leben? Ich glaube nicht nur an frühere Leben und es gibt kein frühere Leben. Es gibt immer Parallelleben. Ich weiß, dass sie es gibt und ich kann auch in diese Parallelleben hineinsehen und ich kann mich an viele erinnern, kann man sagen. Ja. Oder ich kann diese Parallelleben wahrnehmen. Zum Beispiel, ich habe mir mal Aufgabe genommen, meine Tod immer zu schauen. Wie bin ich immer so gestorben oder wie sterbe ich? Und ich habe viele meine Tod nochmal angeschaut und gespürt, wie fühlt sich das an, wie war das für mich. Ist ja witzig, ich habe das 4 oder 5 Mal auch gemacht. Ja. Genau, und daraus habe ich dann meine Weisheit rausgezogen und geschaut, aha, es ist so und so. Also diese Parallelleben, die laufen immer jetzt, weil es gibt keine Zeit, es ist immer jetzt. Also du bist jetzt in diesem Moment gleichzeitig in tausende andere Leben inkarniert. Ich sage ein Beispiel. Mozart. Ja. Wie kann es sein, dass Mozart mit 4 Jahren schon klimpern kann, komponieren kann? Auch wenn es parallel ist. Bisher ist so die Erklärung, der muss das aus dem früheren Leben mitgebracht haben oder Gott hat ihm ein besonderes Talent gegeben. Wie würdest du das erklären? Ja, das ist ganz normal. Das ist etwas, was er schon kannte, was er schon viele Leben schon auch mitmacht. Das ist etwas, was er sich angearbeitet hat. Aha. Also das ist absolute Talent. Und dann kam er nochmal in diesem Leben und dieses Talent war jetzt in volle Fülle und Hülle da. Und dann hat er das einfach, benutzt. Aber wäre noch viel interessanter für Mozart, das nochmal zu entwickeln, was jetzt zum Beispiel seine Schwäche wäre. Dann würde das Leben von Mozart viel schöner noch dazu. Vielleicht macht er das ja jetzt. Vielleicht macht er jetzt gerade in einem Parallelwelt. Hier irgendwo. Ja, das ist ja ein interessanter Punkt, den du da aufbringst, weil werde Meister deines Lebens. Was ist das Leben? Ist das eine Linie von Geburt zum Tod? Was ist davor, was ist danach? Oder wie du sagst, Lumira, nein, es gibt Parallelleben, Paralleldimensionen, Parallelwelten. Führt das zu einer Zersplitterung? Führt das bei mir zu einer, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Schizophrenie? Ich meine das nicht klinisch, sondern so wie man alltagssprachlich das nennt. Auf der anderen Seite eröffnet ja dieses Konzept von dir die Möglichkeit, dass man sich nicht mehr beschränkt und denkt, oh Gott, was muss ich jetzt alles schaffen? Ich schaff's ja gar nicht. Und du merkst, ich mache mich immer kleiner, anstatt zu sagen, gar kein Problem. Ja. Hier habe ich jetzt gerade dieses Thema, aber woanders fühle ich mich ganz anders. Ganz genau. Ist das so ähnlich wie im Traum? Im Traum habe ich ja teilweise ganz anderes Leben. Ja, im Traum. Das ist so ähnlich wie im Traum. Und im Traum oft besuchen wir ja auch diese andere Parallelwelten in uns. Also nicht nur Verarbeitung in den Träumen, nicht nur Verarbeitung von diesem Leben jetzt, sondern du würdest sagen, in Träumen besuchen wir auch unsere Parallelleben. Auch zum Teil auch, also immer wieder mal besuchen. Das ist ja wirklich interessant, weil in meinen Träumen, ich bin 68 jetzt, habe schon relativ viel geträumt, Tagträumerei, Nachtträumerei. In meinen Träumen sind fast nie Menschen aus diesem Leben, die ich kenne. In 100 Träumen sind vielleicht 2-3 Mal Menschen, die ich kenne. Ansonsten nur Fremde. Und ich wundere mich. Mit Fremde meine ich nicht böse. Ja, aber es geht darum, dass unser Unterbewusstsein arbeitet ja immer mit uns im Schlaf, damit wir Dinge verarbeiten können. Und wenn du dich daran erinnerst, könnte es auch Hinweise für dich sein. Also was sollte ich hier an dieser Stelle nochmal sagen? Wir sind multidimensionale Wesen. Ja. Also wir sind hier nicht beschränkt in diesem Moment, wo wir sitzen, auf diese Zeit. Wir sind multidimensional. Das heißt, unsere Seele ist parallel in viele andere Inkarnationen auf diesem Planet, auf andere Planet, auf andere Sternensysteme und. Man kann sich vorstellen, eine Seele, ein Teil der Seele, die inkarniert ist, es ist so wie ein Spiegel, welchen man so auf den Boden schmeißt und es zersplittert. Und all diesen Spiegelteile, wenn du siehst, und in jedem Spiegelteil siehst du wem?
Ja, dich selbst. Ja. Also das bist du dich, du selbst. Und allen diesen kleinen und großen, schöneren und vielleicht weniger schönen, die sind gleichzeitig da als dieser Spiegel. Und unsere Aufgabe ist eigentlich hier in diesem Leben, allen diesen Spiegelteile wieder zusammen zu vereinen. Und das geht also die nicht, Fragmente zu integrieren. Genau. Und das geht nicht darum, dass wir jetzt rumdoktern in andere parallel leben, wo wir gleichzeitig auch inkarniert sind. Es geht nicht darum, wir können jetzt, also ich kann jetzt in diesem Teil, wo ich jetzt inkarniert bin und hier sitze, von hier aus alle meine Spiegelteile, so diese ganze Splitter, jetzt miteinander zu verbinden und wieder ganz werden. Und das ist der Meisterschaft. Meisterschaft ist nicht irgendwas abgehobene Praktiken zu machen oder ich weiß nicht, ewig da unter dem Baum zu sitzen und nichts tun. Also Meisterschaft oder Erleuchtung heißt, dass ich erkenne, dass ich diese Kraft habe und ich erkenne, dass ich Schöpfer bin und ich erkenne, dass ich durch meine geistigen Instrumente wirklich in der Lage bin, hier in diesem Leben, in meinem Alltag als Mutter, als Ehefrau, als jetzt irgendwelche Mitarbeiterin oder sonst was, ich kann in diesem Moment all das zu vereinen in mir und zu einem großartigen Ganzen wieder bringen. Und dann beginnt das Universum so zu drehen, wie ich möchte. Ich drehe das Universum mich herum und nicht umgekehrt. Und solange ich in diesem Opferzustand bin und sage, ja, das Karma ist schuld oder das Wetter ist schuld und die Politiker sind schuld, dann natürlich drehen all diese Dinge mich und da, wo ich nicht sein möchte. Die Praktiken für jeden Tag sind nichts anderes als dieses Bewusstwerdung, dass ich hier jetzt gerade bin. Und alles, was ich jetzt tue und alles, was mich beschäftigt, ist eigentlich eine Illusion, welche ich für mich nehmen kann und daraus wachsen kann. Das heißt, dass alle diese Ängste können uns bremsen oder alle diese Ängste kann ich im Gesicht anschauen und sage, was ist das eigentlich, diese Angst, was ich habe? Und da gehe ich durch, weil ich weiß, ich kann mir nichts passieren. Ich bin ewige, unendliche Wesen. Es gibt keinen Tod, es gibt keine Krankheit, es gibt sonst gar nichts. Es ist alles Illusion. Ich spiele das einfach hier mit in diesem Leben, wenn ich mich darauf fokussiere. Mein Fokus ist mein geistiges Instrument. Und wenn ich mich fokussiere und gebe da rein das Gefühl, welches ich erschaffen möchte, dann erschaffe ich das jetzt und erschaffe ich es in meine Zukunft. Aber das Problem der Menschen, warum können sie nicht so bewusst werden? Weil sie so viel hängen in ihre Vergangenheit und lassen die Vergangenheit als Schuld oder als, ja, da ist mir was passieren. Die schauen viel zu viel, bedauern viel zu viel, sind in diesem Gefühl, ja, mein Leben, die prägt mich oder meine Geschichte, die prägt mich, was auch nicht wahr ist. Ja, okay, das war irgendeine Geschichte, aber wenn du denkst, dass du 1000 Mal noch parallel lebst und wenn du dich in jede Geschichte da einbringst, da bist du fertig, da ist die Schizophrenie wirklich, da ist die geistige Krankheit, wenn ich mich beginne, erstmal mit jedem Pups, was ich mal gemacht habe, zu beschäftigen, ohne zu wissen, das ist ein Teil von diesen ganzen Wandlungen, das geht darum, dass ich mich fokussiere, wie ich mich fühle, wo ich bin, das sind meine Füße, das sind meine Knie, das bin ich. Und ich fühle mich mit dieser göttlichen Kraft und bin mir selbst bewusst und ich bin präsent. Also um es noch mit anderen Worten noch mal zu sagen, mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Du sagst einerseits, Meister deines Lebens wirst du dann, wenn du deine Ganzheit wieder in dir spürst, integrierst. Der Fehler, den du angedeutet hast, wäre darin, nachdem dieser Spiegel zerbrochen ist und diese 1000 Stücke ja alle ich bin, wenn ich mich mit einem der Splitter speziell identifiziere und denke, oh Gott, ich bin jetzt nur dieser Splitter, nämlich, dass ich damals ausgerutscht bin und mir das, ich weiß nicht, das Knie gezerrt habe oder da eine Prüfung nicht bestanden habe oder wie auch immer. Das heißt also, Wie komme ich denn, deine Worte klingen wohl, aber wie kann ich es verwirklichen? Wie gibt es da eine Übung, die du vorschlagen kannst, wie ich in diese Ganzheit komme? Genau. Also meine Lieblingsübung, was ich als Erste immer mache, das heißt, spüre deine Socken.
spür deine was bitte? Socken. Spüre deine Socken, ja. Meine genau. Socken, ich habe heute hellblaue Socken an. Egal, ja. Welche Farben die gut haben, also deine Aufgabe ist einfach im Körper zu sein und spüren, dass du jetzt gerade Socken an hast, sonst nichts. Also diesen Moment wahrzunehmen, ich habe Socken, hast du Socken an oder Strümpfe, nein, oder Schuhe, ich, ja, habe die an und ich spüre die. Was passiert in diesem Moment? Ich fokussiere meine Energie in mir, ich erde mich dadurch, ich bringe meinen Gedankenfluss, diese Waschmaschine, ja, wieder nach unten, also ich erde mich. Ich spüre meine Socken, das heißt, ich bringe mich wieder in meinen Körper zurück. Weil hier spielt die Musik, hier ist die Schöpferkraft, nicht da und nicht in diesen tausenden Gedanken. Weil der große Fehler der Menschen, dass sie zu viel denken. Und dass sie, wenn sie irgendwelche Informationen hören, beginnen diese Informationen sofort anzuknüpfen an eigene frühere Erfahrungen und Gedanken und das, was sie gelesen haben. Und häufig ist es so, dass wir, glaube ich, auch unsere Gedanken überschätzen. Dass wir das Denken für wichtiger halten als das Spüren oder das Sein. Ja, genau. Und dass das Denken so mächtig ist, dass die Menschen gleich beginnen, was zu denken und zu verknüpfen mit irgendwas. Daher ist die beste Übung, spüre deine Socken. Das nächste, atme dich in deinen Bauch hinein, nicht in den Kopf, in den Bauch. Einfach so einatmen, ausatmen und du sagst dir in diesem Moment, ich bin in mir. Ich bin in mir. Und diesen Fokus nach innen zu halten. Und dann als nächstes fragst du dich, was möchte ich jetzt leben? Jetzt in diesem Moment. Welche Gefühle? Was möchte ich tun? Was fühlt sich gut für mich? Weil wir erschaffen das Leben in uns mit dem Gefühl. Fühle ich mich gut? Dann ist es morgen Tag, der gut ist für mich, der sich genauso anfühlt. Fühle ich mich so verwirrt? Dann ist es morgen genauso manifestiert, wie ich mich heute gefühlt habe. Also unsere Aufgabe ist immer daran, dass wir immer uns gut fühlen in unserem Bauch. Ja? Es fühlt sich gut an, ich bin in Liebe, ich bin im Gleichgewicht. Also es muss gar keine Liebe so sein. Es muss einfach das Gefühl wohl sein. Ja? Mhm. Und aus diesem Bewusstsein handle ich, spreche ich, tue irgendwelche Dinge, ja, beschäftige mich mit irgendwas, wirklich aus diesem Gefühl. Wenn dieses Gefühl jetzt beginnt komisch zu werden, da entsteht irgendwas, ich will das nicht, dann muss ich lernen, wieder daran festzuhalten und mich fragen, okay, was ist jetzt, was kann ich verändern, damit dieses Gefühl wieder zurückkommt. Da bin ich natürlich ganze Zeit am Bewusstsein erschaffen. Wenn ich mich wieder meinen Gedankenfluss überlasse, die Gedanken produzieren ja Gefühle in mir, die ich überhaupt nicht wahrnehme. Warum nehme ich sie nicht wahr? Weil ich meine Socken nicht spüre. Spüre ich meine Socken mehr nicht, bin ich nicht im Körper, weiß ich gar nichts, was gerade in mir passiert, das heißt, und es manifestiert. Also in den Körper hineinspüren, in diesem Fall die Socken, ja, hineinatmen in den Bauch, ja. Du hast ja in verschiedenen Büchern darüber auch geschrieben. Ich möchte dich jetzt aber, Lumira, mal fragen. Ab und an bist du ja auch wieder in Russland. Was machst du in Russland? Ich war wieder in Russland jetzt im September und habe ich zusammen mit russischen Heilern, Ärzte, da gibt es so eine Ärztegemeinschaft in Moskau. Ich habe sie interviewt und einen Film gemacht über die russischen Methoden, weil die Ärzte arbeiten jetzt mit alternativen Methoden aus früher. Also sie, das alte Wissen haben sie wieder aufgelegt. Von den Starets. Bitte? Von den Starets. Starets, ja. Ja, also von den alten russischen Veden, ja, ganz genau. Und wenn ich nach Russland komme, dann für diese Kontakte. Mhm. Und ja, mein Bruder lebt auch in Moskau und dann besuche ich auch. Und machst du aber auch Vorträge und Kurse in Russland oder bisher noch nicht? Nein, nicht. Also ich bin... Und deine Bücher, gibt es die auf Russisch? Nein, ich schreibe sie auf Deutsch und die gibt es auf Russisch nicht. Ich zeige mal hier zwei Bücher. Beim anderen haben wir sie auch gezeigt. Das ist dein neuestes, Jung und Schön mit Lumira. Mhm. Tipps, Rezepte, Übungen. Dann gibt es hier eines, ganz interessant, Lass dich nicht behexen. Das ist mein erstes Buch. Ja, das passt aber ein bisschen zu unserem Thema. Werde Meister deines Lebens. Lass nicht andere Menschen Meister des Lebens sein. Mhm. Und dann sehr schön hier auch noch, Erneuere deine Zellen, energetisches Verjüngungsprogramm. Und dann hast du hier eine DVD, die werde ich mal hochzeigen. Und ich hoffe, dass sie nicht zu sehr spiegelt. Mhm. Ich probiere das so zu halten. Ich weiß nicht, ich müsste mal ein Zeichen kriegen, ob das geht.
Das geht offenbar, weil da geht es um die Aura. Mhm. Um die Aura sehen, um die wahrnehmen. Aura, mhm, und zwar das Geheimnis unseres Energiefeldes. Das scheint mir ja mit dem zu tun zu haben, Lumira, was du gerade gesagt, mhm, hast, atme in den Bauch, wenn es sich nicht gut anfühlt, irgendwas stimmt da ja, mhm, nicht. Da gibt es ja wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen Aura, dem Spüren im Bauch, mhm, dem psychosomatischen und der Aura. Machst du auch Aura-Arbeit? Leitest du dazu an, wie man Aura, ja, harmonisiert? Ja, Aura-Seminare gebe ich auch, weil ich selber Aura sehen kann und, mhm, die Energie wahrnehmen kann seit meiner Kindheit. Auch die Wesenheiten um uns herum, das ist für mich so normal. Kannst du das an- und ausstellen? Oder ja, so? Mittlerweile schon. Früher war das ein bisschen problematisch, aber weil, jetzt mittlerweile habe ich das. Ich weiß das von Gordon Smith, mit dem wir auch für Welt, mhm, und Wandel Interviews gemacht haben. Der, das ist ein Medium aus Schottland, der stellt das bewusst aus, weil, mhm, er sagt, wenn ich in einer Bar sitze und einen Whisky trinke, mhm, will ich nicht mit Verstorbenen oder mit, mhm, aufgestiegenen Meistern kommunizieren. Wie ist das für dich? Also, mhm, es ist keine Belastung mehr, dass du Aura, ja, siehst. Es war immer so in meinem Leben. Also ich profitiere daran. Also jetzt ist es nämlich so, dass ich daran immer profitiere. Ich sehe selber meine Aura im Spiegel, ganz, ja, genau. Und ich sehe sofort, wenn irgendwie Ungleichgewicht ist, und dann gehe ich dahin und kann das sofort korrigieren. Und du siehst es aber auch bei anderen, bei deinen Kindern, ja, zum Beispiel. Ja, ich sehe auch bei meinen Kindern. Für andere wie mich oder so ist es dann eher, um Himmels Willen, was sieht ihr jetzt alles? Nein. In den Kursen? Nein, also es ist, also die Menschen sind natürlich verschieden und ich konzentriere mich auf das, was die Wahrheit ist. Also, ja, wenn ich mich immer auf nicht die Wahrheit konzentriere, dann natürlich kann man ja auch ein bisschen verrückt werden von allen diesen Bildern. Das heißt, du konzentrierst dich, ein anderes Wort, nicht nur auf die Wahrheit, sondern auf das gute, positive Potenzial, was im Menschen, ja, ist. Also, und nicht auf das, was gerade vielleicht, mhm, nicht so gut ist. Ja, auf das Göttliche, weil das, ja, ist die Wahrheit. Also jeder hat das Göttliche in sich und da konzentriere ich mich dran. Und dann ist es für mich okay. Ja, wenn es passiert schon, dann kommt ein Verstorbener rein und sage, ja, weitergehen und so. Also das kann mir manchmal stören in meinem Haus und dann mache ich so, dass diese weniger in mein Haus kommen. Aber so heute, so in diesem Raum oder am Seminaren kommen sehr viele Verstorbene auch zu meinen Seminaren und auch Engelwesen. Und ich sage immer denen, die sollen ein bisschen weiter sich aufstellen, nicht bei den Menschen, die beim Seminaren sind, so dass sie auch energetisch nicht stören. Und letzte Zeit sehr, sehr viele wirklich Seminare sind ja auch voll mit Verstorbenen. Und die zahlen nicht, ja? Die zahlen für nicht für Schade das Seminar. Für die kommen einfach. Und wahrscheinlich geht es darum, wirklich das Bewusstwerden, nicht nur hier auf Erden, sondern für diejenigen, die bereits verstorben sind. Also für mich ist das Normalität. Und ich weiß nicht, wie weit kann ich etwas ausschalten und wieder einschalten. Es ist immer da. Ja. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs, was ja das Thema, mhm, werde Meister deines Lebens, auf einen Aspekt eingehen, der vielleicht am schwierigsten zu erklären ist, zu vermitteln ist, weil der sehr individuell ist. Du hast gesagt, ich sehe das Göttliche. Mhm. Du hast ein paar Übungen angedeutet, wie man mehr in sich reinkommt, zu den Sorgen spüren, hineinatmen im Bauch. Wie kann ich das Göttliche in mir spüren? Mhm. Was ist das eigentlich? Und spüre ich das Göttliche oder bin ich das Göttliche? Du bist das Göttliche, ja. Du bist das Göttliche. Also das Gott in dir, das Gott in uns, es ist ganz wichtig. Und deswegen sollen wir unsere Aufmerksamkeit immer auf diesen Gott in uns geben. Es steht ja auch in der Bibel geschrieben, bete nicht falsche Götter an. Und wer sind diese falschen Götter? Also es oft wird gar nicht so verstanden, was all falsche Götter sind. Das ist alles, was mich im Außen ablenkt. Ja, alles, was meine Aufmerksamkeit von meinem Tempel, vom Tempel des Gottes, irgendwo hinzieht, ja, wo ich mich verliere, wo ich vielleicht falsche Weg beginne zu gehen. Und das Göttliche in mir, es ist das, was mich führt, was für mich sorgt und worauf ich mich immer verlassen kann. Und dieser Zugang zu meiner inneren Göttlichkeit, zu meiner inneren Macht, sage mal so, ist es total wichtig. Und wenn wir nicht lernen, im Körper uns auch wahrzunehmen, dann können wir in diesem Tempel gar nicht ankommen. Viele denken, okay, Kirche ist der Gottestempel. Das ist wieder Illusion, dass ich in irgendein Gebäude reingehe und mich selbst finde.
Vielleicht hilft naja, das unter uns den, unter den Kelten war der Wald, ganz war genau. der offene Wald, die Natur, der Tempel sozusagen. So ist er. Aber die Aufgabe ist, dieses Tempel in uns zu finden und dann daraus wirklich die Wahrheit zu sehen. Also ich möchte noch mal zum Schluss eine Übung geben. Sehr gerne, ja. Ja? Wir sollen verstehen, wie unsere Kraft funktioniert. Da gibt es so einen alten russischen Witz, welchen ich immer erzähle. Da fährt ein Mann im Straßenbahn und denkt sich, ja, das Leben ist schlecht, meine Frau ist dumm, meine Kinder sind blöd, meine Arbeit ist überhaupt schlecht und so weiter. Denkt und denkt und hinter ihm steht sein Schutzengel und schreibt das alles auf. Erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt und sagt, ja komisch, jeden Tag immer nur die gleiche Wäsche und leider muss ich sie alle erfüllen. Das heißt, dass wir können uns vorstellen, dass hinter uns hier immer so ein persönlicher Sekretär läuft, der alles aufschreibt. Und immer wenn du denkst, ja, die Politiker und was weiß ich, das Steuer und das Wetter ist schlecht, hinter dir steht jemand und schreibt, aha, gewünscht, gewünscht, gewünscht. Und das wird dir auch in dein Leben geliefert. Immer mehr, weil du es dir immer wünschst. Wie wünschst du es dir? Weil du immer Aufmerksamkeit darauf gibst. Und so können wir auch lernen, richtig zu manifestieren, indem wir uns fragen, jeden Moment, was möchte ich gern? Und unsere Gedanken darauf richten, unsere Gefühle und das Wort. Und das Wichtige ist, ausgesprochene Wort, wenn du ein Wort ausgesprochen hast, dass es so, wie ein Gott ein Gesetz erlassen hat und es vibriert und diese Vibration geht nach Hause und dann wieder zurück und bringt dir dann das Resultat. Das bedeutet, immer wenn du über deine Wehwehchen jammerst, werden sie größer und immer wenn du über deine Schönheit und deine Liebe sprichst, wird es auch größer. Ich liebe dich, ich liebe mich zum Beispiel. Zum Beispiel oder einfach nette Gespräche, aber keine belanglosen Gespräche, weil die es ja wiederum nicht so gut sind für uns. Das heißt, lerne deine Sprache so zu verändern, dass du dadurch dir nicht schadest. Ja, dass du immer dich darauf fokussierst, was du erschaffst. Und das ist der Meisterschaft. Meisterschaft ist nicht irgendwo abgehoben zu sitzen auf einem Berg, sondern zu gucken, was sind das für Gespräche, die ich führe? Was sind das für Energien, die ich in mir wahrnehme? Was sind das für Dinge, die ich erschaffe, jeden Moment, jede Minute? Bin ich in meinem Körper? Spüre ich meine Socken? Bin ich in meinem Bauch? Bin ich in meinem ja, heiliger Raum. Und sorge dafür, dass es mir gut geht. Geht es mir gut? Geht es meinen Kindern gut? Geht es meinem Mann gut? Geht es meinen Katzen gut? Meinem Garten gut? Und, und. Ja? Fokussiere ich mich auf Frieden? Erschaffe ich mir Frieden? Ganz einfach. Aber wahrscheinlich, weil es so einfach ist, macht ja keiner. Sehr gut. Vielen lieben Dank, liebe Lumira. Das waren wunderbare Impulse für alle von uns. Und erinnern Sie sich bitte, bitte daran, dass Sie es wert sind, dass es Sie gibt, dass Sie ein wertvoller Mensch sind und dass wir froh sind, dass es Sie gibt und dass wir froh sind, dass es uns selbst gibt. Alles Liebe und Gottes Segen.